In den 18 Jahren, die ich mittlerweile schon am Albert-Einstein-Gymnasium als Mathe- und Biologielehrer unterrichte, hat sich unglaublich viel verändert. Angefangen beim Namen der Schule. Langweilig war es nicht einen einzigen Tag. Ein hoher Anspruch an mich und meinen Unterricht motiviert mich jeden Tag. Schule steht oder fällt für mich durch die Lehrer. Unsere Lehrer hier sind in großer Mehrheit wahnsinnig bemüht und engagiert. Was macht einen guten Lehrer aus? Für mich ist ein guter Lehrer, der mit seiner Persönlichkeit authentisch ist und der einen Unterricht macht, der einen packt und fasziniert. Jemand, der mit den Schülern gut klarkommt, auf sie eingehen kann und den Unterrichtsstoff trotzdem weiterbringt. Und ein ernst gemeinter Blick und ein Interesse für die Schüler. Wenn sich Unterricht gar nicht mehr wie Unterricht anfühlt. Was gute Lehre für mich ausmacht? Kinder mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen wahrnehmen und mitnehmen. Ihnen Raum für ihre Persönlichkeit bieten. Das Albert-Einstein-Gymnasium. Was macht's aus? Es gibt eine wunderbare Schulgemeinschaft. Gelassen, freundlich und man ist immer willkommen. Für mich ist meine Schule ja auch ein Stückchen Heimat. Man wird angenommen und ernst genommen, wie man ist. Keiner muss sich verstellen. Ich bin überzeugt, dass sich der Großteil der Schüler hier sehr wohl fühlt, mich eingeschlossen. Denn eines hat sich, anders als der Name der Schule, seit damals nicht verändert. Jedes Kind kommt mit Stärken und Schwächen, Hoffnungen und Ängsten, Erwartungen und Erfahrungen. Ich bin seit einem halben Jahr, circa anderthalb Jahren, zweieinhalb Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren am IB. Die Frage, die meine Schule und mich heute ganz besonders beschäftigt: Wie begleiten wir Kinder und Jugendliche individuell auf ihrer Reise zum Abitur? Wir sind individuell, ganz klar. Die Angebote und Möglichkeiten hier sind es aber auch. Individualität ist hier auf jeden Fall nicht nur ein Modewort. Ich würde schon von einer wirklich individuellen Unterstützung sprechen. Auf jeden Fall machen die Lehrer alles, was in dieser Hinsicht möglich ist. Standards müssen sein. Ja klar, Stichwort Chancengleichheit und Objektivität, damit wir später alle das gleiche Abitur schreiben können. Wir wollen und wir können beides. Qualität und Individualität. Wie das geht? Die Lösung liegt nahe. An Standards halten und dennoch Angebote schaffen, die die individuellen Eigenschaften der Kinder in den Blick nehmen. Wir am Albert-Einstein-Gymnasium haben uns entschieden. Nur verschiedene Wege zum selben Ziel werden den verschiedenen Menschen gerecht. Alle unter einem Dach, jeder in seinem Zimmer und doch alle verbunden. Wir arbeiten alle aufs selbe Ziel hin. Jeder in seinem Tempo und alle mit ihren besonderen Voraussetzungen. Ein besseres Konzept könnte ich mir nicht vorstellen. Grundsätzlich steht jedem offen die Wahl zwischen dem 8- und dem 9-jährigen Weg zum Abitur. Die 8 und die 9, ihr wisst schon. Beide haben ihre Vorteile und ihre Berechtigung. Niemand wird deswegen verurteilt oder so, würde ich sagen. Ich bin mit G8 glücklich, weil der Stoff an mein Lerntempo angepasst ist. Also ich bin glücklich mit dem G9-Zug, weil ich, wenn ich sonst aus der Schule gekommen wäre, im G8-Zug, also noch sehr jung gewesen wäre, also unter 18. Der G9-Zug hat mir ermöglicht, in der 11. Klasse ein Auslandsjahr einzuschieben. Das Leben ist einfach mehr als nur Schule und mir ist das Leben neben der Schule auch sehr wichtig. Mir und vielen anderen genügen 8 Jahre Gymnasium, glaubt mir. Dann unsere wahlweise sprachliche oder naturwissenschaftliche Ausrichtung. In der Mittelstufe haben wir die Wahl. NWT für die Naturwissenschaftsliebhaber. Oder Spanisch für die Sprachenliebhaber. Ich habe NWT gewählt, weil mir das Fach und generell Naturwissenschaften sehr viel Spaß machen. Weil es eine super tolle Kombi ist, wenn man sowohl Naturwissenschaften als auch Technik vereint, was man sonst in der Schule nicht geboten bekommt. Ich habe das sprachliche Profil gewählt, weil ich denke, ich werde es so einfacher haben, in der Welt rumzukommen. Unsere Klasse ist in den anderen Kernfächern trotzdem noch zusammen. Jeder hat dann ein paar Mal die Woche sein Profilfach. Das passt super. Diese Wahlmöglichkeit ist klasse. Und ich glaube, jeder fiebert da auch schon ein bisschen drauf hin. Und dann gab es da ja noch 2 ganz besondere Angebote. Hi, I'm Rona. I'm 15 years old and I'm in the bilingual class in the 10th grade. I really appreciate the offer that I can participate in a bilingual class because that's not usual at other schools. Being in the bilingual class really opens the doors to study abroad and to do any job I want in the world. Wir müssen schon mehr machen als andere. Fleißig muss man sein, ja. Die Verbindung mit G9 gleicht das zumindest ein wenig aus.
und unseren hochbegabten Zug. Ehemals eins von nur 4 Pilotprojekten im ganzen Land. Ich glaube, wir werden von anderen Klassen durchaus manchmal als Nerds betrachtet, aber da stehen wir drüber. Ich bin total froh, dass ich den hochbegabten Zug hier besuchen kann, weil ich mich hier verstandener fühle. Ich fühle mich total wohl, mit Gleichgesinnten lernen zu dürfen. Man behandelt Themen im Unterricht schneller, dadurch bleibt viel Zeit für Diskussion. Oder auch mal Zeit, um vom Thema abzuschweifen. Es gibt besondere Projekte und später haben wir sogar ein zusätzliches Fach. Akzeleration und Enrichment stehen dabei im Vordergrund. Was ist Akzeleration? Das meint schnelleres Fortschreiten im Unterrichtsstoff und das Füllen der so gewonnenen Freiräume mit Zusatzangeboten. Obwohl andere Schulen für mich näher gelegen werden, habe ich mich für diese Schule entschieden, weil mich hier dieses umfassende Angebot begeistert. Eine Schule mit vielseitigem Angebot zieht unterschiedlichste Schülerinnen und Schüler an. Ich empfinde uns als eine sehr bunte und lebendige Schule. Wie also besser auf die Diversität unserer Welt vorbereiten, als mit gelebter Vielfalt in der eigenen Schule?